In der titelgebenden Hauptrolle des Dawson Leary wurde James van der Beek, 45, Ende der 90er Jahre zum TV-Star. Seit der Ausstrahlung der ersten Folge Dawson's Creek sind nun bald 25 Jahre vergangen. Zeit, einmal anzuschauen, was der Schauspieler seitdem getrieben hat und was zurzeit der Schwerpunkt seines Lebens ist. Hoch hinaus mit Dawson's Creek. Bevor er zum Aushängeschild des Serienhits Dawson's Creek wurde, hatte James van der Beek erste Auftritte in einigen Folgen der langjährigen Seifenoper Jung und Leidenschaftlich, wie das Leben so spielt, die in den 90ern auch auf RTL lief. Eine weitere Fernsehrolle bekam er in einer Folge der Teenie-Comedy-Show Clarissa. Für den großen Sprung musste er sich im Casting gegen starke Talente durchsetzen, die damals noch unbekannt waren und heute weltberühmt sind, darunter Jesse Tyler Ferguson, 46. Der später Mitchell Pritchard in Modern Family verkörperte, und Adam Brody, 42, der ein paar Jahre danach bei OC, California mitmischen sollte. Dawson's Creek-Schöpfer Kevin Williamson, 57, sah in James van der Beek jedoch sofort den richtigen Kandidaten für die Figur des Dawson Leary. Noch während Dawson's Creek gelingt ein weiterer großer Wurf. James van der Beek wurde mit der Kultserie zum Star. Schon 1999, als Dawson's Creek gerade abhob, folgte der nächste Hit. Im Coming-of-Age-Sportfilm Varsity Blues spielte er den an der Highschool populären und überaus cleveren Football-Quarterback Jonathan Mox-Moxon, der mehr vom Leben will als das knallharte Sportler sein. In Deutschland schlug der Film keine Wellen, in den USA dafür wurde er sofort zum Nummer 1 Kassenschlager. 21 Jahre jung war der Amerikaner, als Dawson's Creek anlief und er vom People Magazine in die Liste der 50 schönsten Menschen der Welt gewählt wurde. Als die Serie endete, war er 26. Daraufhin ereilte ihn ein Schicksal, das viele junge Schauspieler in ähnlichen Positionen wohl genauso erlebten: der große Anschlusserfolg wollte nie kommen. James van der Beek war über die kommenden Jahre stets schauspielerisch aktiv, übernahm Nebenrollen in Serien wie How I Met Your Mother oder One Tree Hill, tauchte als Gastdarsteller mit Wiedererkennungswert in einzelnen Folgen von Modern Family oder Criminal Minds auf.